So, jetzt dort nochmal so eine Wohnanlage, die im Bau ist. Da fahren wir jetzt nochmal hin und da schauen wir uns auch was an. So, jetzt nochmal eine andere Sichtweise, ne? Dort, hier ist so diese hier Wohnanlage da. Also, wo die Häuser alle im Bau sind, ne? Da fahren wir jetzt nochmal hin. So, jetzt sind wir hier, ne? Bei dieser hier Wohnanlage, Wohnsiedlung, die hier im Bau ist. Und so wie es ausschaut, das sind Doppelhaushälften. Doppel, ja. Hm? Auch alleine auch. Aber sieht erstmal gut aus. Denkt aber dran, hier, ich bin kein Makler, ne? Ich zeige nur Wohnmöglichkeiten, wie man hier wohnen kann, ne? Und die, was so möglich ist. Ne? Makler ist immer der Adam. Ne? Im vorangegangenen Video habe ich ja gezeigt, wo hier in der Barbaros Chardessi hier Adam sein Büro ist, ne? Und könnt ihr euch direkt an ihn wenden dort in seinem Büro oder ihr schreibt mich an und ich gebe euch die Erreichbarkeit von Adam. So, hier das Haus, ne? Das steht zum Verkauf, so mit einem schönen Baumbestand. Grundstück ist hier 450 Quadratmeter etwa. Und Haus selber hat 240 Quadratmeter Wohnfläche. Und na, schauen wir uns erstmal an. Hier eine kleine Terrasse. Ist natürlich angenehm jetzt hier im Schatten. Auch hier ein Granatapfelbaum. Das ist auch sehr schön. Da ein Olivenbaum. Da noch ein Granatapfelbaum. So, hier nochmal um die Ecke kurz gucken. Ah, da oben haben sie einen Rasensprenger an. Ne? Ist auch noch ein bisschen. Und hier geht's rein. So. Das Haus ist möbliert. Ne? Hier ist Bad mit Dusche, mit Fenster. Hier ist Wohnzimmer mit Kamin und hier dort Küche. Hier ein Abstellraum für Putzzeug, Staubsauger und sowas. Ne? Hier ist ein kleines Zimmer hier. Besucherzimmer, Arbeitszimmer, wie man das auch so nehmen will. Ne? Also die haben hier gar keine hier Klimaanlagen drin, aber ich muss sagen, ist angenehm. Also echt angenehm. Bei dem Wohnzimmer war da auch keine Klimaanlage. So, jetzt geht es hier die Treppe hoch in die obere Etage. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer. Dann haben wir hier noch ein Schlafzimmer. So, mal gucken. Ja, hier ist dann nochmal Balkon. Kann auch mal aufmachen, gucken. Ja. Ah ja, hier ist was richtig angenehm frisch. Diesen Ausblick da auf die Berge hat man. Und da zwischen Schornstein und Haus hat man ein bisschen mehr Blick. So, hier geht es jetzt hier rum. Und hier ist dann das Bad. Also ist das hier sogenannte Elternschlafzimmer. Jetzt hier noch ein Schlafzimmer. Hier ist noch ein Bad. Mit Fenster und Badewanne. Die anderen Bäder waren ja mit Dusche. Hier ein Bad mit Badewanne. Und hier Sauna. So, dann gehen wir hier nochmal hoch. Hier könnte man noch eine kleine Wäsche, also eine Abwäschespüle und einen Kühlschrank hinstellen.
Hier ist eine Abschalt-Ecke. Und jetzt hier oben Terrasse. Da nochmal ein Grill. Und hier von der Terrasse den Blick zum Meer. Also da haben wir, ja, da kann man auch nochmal eine Spüle hinstellen. Da ist auch Fernsehanschluss. Also man kann auch hier Fernseher gucken, sich Fernseher hinstellen hier. Und dann nochmal Wasserhahn. Na gut, das ist jetzt noch ein Bau, aber die gröbsten Bauarbeiten sind da vorbei. Also der größte Lärm ist weg. Und dann hier nochmal. Tja Leute, also dieses Haus, ne, 240 Quadratmeter, ne, vier Schlafzimmer, hier ein großes Wohnzimmer mit Küche, ne, sehr geräumig, mit Kamin und drei Bäder, ne, zwei mit Dusche, eins mit Badewanne und hier oben dann die große Terrasse, mit hier kam ihr Grill und das Ganze, also Sauna ist auch dabei. Und das Ganze soll kosten 245.000 Euro. Die 245.000 Euro sind natürlich Verhandlungsbasis. Ne? Also Leute, immer verhandeln, verhandeln. Also verhandeln müsst ihr mit Adam. Ne? Adam ist der Makler. Ich zeige euch das nur, ich stelle das nur vor, um zu zeigen, wie man hier leben und wie man hier wohnen kann. Falls euch gefallen hat, ne? Wie gesagt, Daumen hoch. Abo da lassen und einen auf die Glocke hauen. So, mir läuft das Wasser, ist wieder sehr warm. Ich werde zusehen, dass ich jetzt irgendwo was zu trinken organisiert kriege. Ich habe einen Durst, mordsmäßig. Ne? Bis zum nächsten Mal. So, der liebe Adam, ne, der weist gerade drauf hin. Also hier kann man sich auch einen Pool hier hinsetzen lassen. Also Pool ist noch nicht da. Ne? Wenn man seinen eigenen Pool haben möchte, hier 18 Quadratmeter Pool ist möglich, hier einzubauen. Ja. Oder man setzt hier vorne, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also so wie man gerne möchte. Ne? Da ist Adam in seinem Bürostuhl da an seinem Arbeitstisch. Und Adam ist der Ansprechpartner, ne, zum Verhandeln. Und da oben hat er hängen seine hier Urkunden, hier der Ausbildungsnachweis als staatlich geprüfter MLAG, also Makler. Ne? Und das ist hier sein Büro. Danke. Denkt dran, da hinten, was da durchscheint, das ist Kessel, ne? Also hier Anfang vom Mammutler, ne? Und dann hier neben dem hier Market, da ist dann hier Adam sein Büro, hier neben Adahan das Restaurant, hier ne? Kebab und Steak. Da dieses Haus hier ist schön markant, ne? Und da wo es hier die Ampel auf Rot ist, da hinten der Mikros, ne? Also das sind so markante Punkte, dass man findet das Büro von Adam. Ne? Also wie gesagt, da unten ist das Büro von Adam.